Da gab es schon gravierende Unterschiede, denn Kinderheim und Jugendwerkhof waren Einrichtungen, die ohne Gitter waren, in den Obergeschossen, in den Kellergeschossen Gitter. Zellen gab es natürlich überall, aber es war schon so, dass im Kinderheim, dass wir einen Schrank hatten, dass wir da auch unsere Sachen, die nicht unsere waren, die wurden auch vom Heim immer gestellt. Jedes Kind hatte eine Nummer. Und diese Nummer, das war eben, ich war die Nummer 7 und bekam die Kleidungsstücke des Kindes, die nicht mehr da war, die einst Nummer 7 war, die aber meine Größe und meine Statur hatte. Kinderheim, es war so, dass es regelmäßig Essen gab. Im Kinderheim gab es keinen Essensentzug. In Burg gab es auch keinen Essensentzug. Jedoch, wenn man in der Bestrafungszelle saß, dann hat man auch Zuteilung gekriegt, also wenig Essen. Aber man hat drei Mahlzeiten bekommen. Frühstück, das kann manchmal um 11 gewesen sein, man kann um 16 Uhr dann Mittag essen, also wenig. Und da wurde dann eben gesagt, man arbeitet ja nicht und dann braucht man auch nicht so viel essen. Also das war dann schon der Unterschied mit der Bestrafung. In Burg war es auch so, dass wir in Zimmern waren, dass wir vernünftige Betten hatten, ein Federbetten, Kopfkissen, dass wir Schreibmaterialien, dass wir Privateigentum hatten. Wir durften Handarbeit machen. Das war im Kinderheim auch so. Wir hatten Literatur, also Bücher standen zur Verfügung. Es gab Taschengeld, was natürlich auch wie in allen Einrichtungen auch abhängig vom Verhalten war. Also Regelbruch oder Oberflächlichkeiten in der häuslichen Arbeit oder in der übertragenen Arbeiten. Ja, da gab es dann schnell Abzug in Burg vom Taschengeld, auch 3 Mark die Woche. Die konnte man nicht einfach nur so, um sich Süßes zu kaufen. Davon musste man sich dann auch Toilettenartikel kaufen und so weiter. Manche Mädchen haben geraucht, die durften auch rauchen, 4 Zigaretten am Tag. Die mussten sich dann 2,50 Mark, glaube ich, hat eine Schachtel Zigaretten gekostet. Die kriegten das dann zugeteilt. Und ja, Kinderheim und Burg waren Einrichtungen, die nicht so extrem waren wie die Durchgangsheime. Die Durchgangsheime waren von der Einrichtung, von der Bausubstanz schon gefängnisähnlich und auch von dem, was in den Mauern passierte, in haftähnlicher Form. In Burg gab es auch, wenn alles gut funktionierte, man seine Arbeitsleistungen brachte, konnte man auch einen Antrag stellen auf Ausgang. Dann konnte man auch am Sonntagnachmittag 4 Stunden in den Ort gehen. Das wurde dann von der FDJ-Leitung beschlossen und von den Gruppenerziehern. Und das bekamen dann auch Kinder, die tatsächlich hundertprozentig funktionierten. Und da gehörte ich ja gar nicht dazu, weil mein Fragen blieb noch nicht aus. Also zum Beispiel Zeitungsartikel lernen, aktuelle Kamera zu gucken. All diese Sachen fand ich für mich als sinnlos. Ich wusste nicht, warum das so sein sollte und ich wollte wissen, warum. Aber niemand beantwortete mir meine Fragen. Und Zum Beispiel, wissen Sie noch, was Sie hinterfragt haben? ja, ich habe gesagt hier, dass ich ja in der DDR lebe und dass ich zurzeit dort bin und dass ich da meine Probleme habe. Warum soll ich etwas lernen, was in New York passiert oder in Russland passiert? Das ist so weit weg für mich. Und ich möchte dort, wo ich lebe, einfach wissen, warum dies passiert und warum wurde ich aus der Schule genommen? Warum ist im Jugendwerkhof für mich die Möglichkeit nicht weiter Schule zu machen? Und da wurde dann immer nur mit den Dingen geantwortet, die Vergehen waren. Ja, du hast ja die Schule geschwänzt und jetzt musst du das so nehmen, wie es ist. Die Antwort bekam ich dann.